shit. Die Bomben! Nein! Versorgungs-LKW ist gut. Was? Sag ja. Auf dem Panzer. Ja, ja, auf Suiz-Panzer. Und das MG ist auch weg. Ja. Hallo zusammen und willkommen zurück zu Call to Arms Gates of Hell Ostfront mit Torrent Gent und der Gentleman Crew. Wir machen weiter und zwar, revitalisiert, remoralisiert nach dem ziemlich üblen letzten Gefecht. Zumindest haben wir jetzt den Panzer 4, das ist so der einzige Trost. Was mit dem allerdings passiert in der nächsten Mission, das ist dann auch nochmal relativ witzig. Werdet ihr dann sehen. Ansonsten, viel Spaß dabei. Wir verteidigen an einem Flussübergang, also an sich ja ganz gute Vorzeichen. Ja, schauen wir mal, wie das laufen wird. Okay, also da bringen wir erstmal das, was da ist. Aber war das jetzt ein Verlustgeschäft oder? War ich gut. Naja, wir haben halt die gesamte Infanterie verloren. Die gehen halt so schnell drauf jedes Mal, das ist echt unglaublich. So, wir haben Pioniere, wir haben die Pack, die Daschka, dann packen wir in die zwei, den Panzer 4. 76 mm, ja. Vielleicht sollten wir uns noch eine zweite große Pack mitnehmen. Wir haben einen Punkt, den wir einsetzen können. All? Ja. Ein Punkt, den wir einsetzen können. Also besseres MG, eine bessere Pack nochmal, ja, oder? Das hat es uns jetzt gelehrt, ne? Boom. Dann holen wir uns gleich mal so eine und dann packen wir die mit rein. Hauptgeschütz 60 mm. Reichweite auf 100 Meter, 71 mm durch. Und die andere, die hat... Hi. Hi. Die ist tatsächlich, warte mal. Die neue ist 71 auf 100, 74 auf 100. Das will ich verarschen. Geil. Wie viel haben wir verloren? Vorwiegend Infanterie, also. Okay. Ein paar der gecapturten Panzer, aber wir haben wieder einen zurückgecaptured, also. Das ist ja echt strange, Mann. Wieso ist denn die. Besatzung. Ich glaube, wenn oder weniger, ne? Nö, es sind auch 4 Leute. 10 Panzerungen. 10 Panzerungen. Vielleicht lädt die neue schneller. 10, 88, 85. Vielleicht, ja, vielleicht. Aber wir testen es aber. Oder ist die Infanterie besser? Ah, die hat vielleicht auch andere Munition. Ja, das könnte auch sein. Aber Hauptsache, wir haben 2 dieser Nachzieh-Dinger. Die haben überlebt. Naja, wir haben den Pionierdinger hier und der eine Versorgungs-LKW ist tatsächlich gestorben. Pack. Kannst du mal meine Pack schauen? Wie viel Erfahrung die dazu gewonnen hat? Weil die müssten ja eigentlich jetzt richtig krass unterwegs sein. Null. Ja doch, es wird nicht angezeigt, aber die haben hier ein paar Sterne. Ja. Ja. Okay. Ja, 50 mehr Trefferpunkte. Sehr schön. Mhm. Ja, den einen habe ich da neu dazu gemacht, deswegen. Ja, ist leider. So, abhanden gekommen. MG. Und 22. Ich kriege nicht mal als eine, sondern eine ganze Gruppe hier rein, ist unglaublich. So, 2 Infanteriegruppen kommen da rein und ein Kommissar. Würde ich behaupten. Dann in die 2. Ja, da kann man dann dieses Ding mal verwenden. Und wir haben keine Sanitäter mehr, ne? Ja, auch keine Ingenieure mehr. Die brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Doch, doch. Immer noch? Ja, die Pionier, das sind Ingenieure. Ach so, ja. Ja, das Problem ist, da steigt nur einer aus. Das ist das Problem. Der zweite bleibt drin und ich kann den nicht rausnehmen. Dann gucken wir noch die Feldingenieure auch noch mal rein, hier in die... Na, ich glaube, wir haben auch ein MG verloren. Ja, haben wir. Ne, wir haben es noch hier. Also, ne, wir hatten, glaube ich, so 2 so der Teschkas da. Daschkas haben wir. Eine, die ist noch hier. Dann hier haben wir... Kann man noch mal so eins mit reinnehmen.
Die Panzerschützen, die Panzerschützenbataillon. Die ist tot. Panzerbüchsen, ja, okay. Panzerbüchsen, genau. So. Die Jungs sind aber. Ja, die wissen auch, wie es läuft. Ja. Ja, ist auch schade wegen dir, wegen der Flak, ne? Die waren ja auch schon ziemlich. Ja. So, Panzerbüchsen kommen hier noch dazu. So, und auf der 4. Ja, müssen wir ein bisschen auffüllen mit unserem Zeug. Nochmal so ein Feldgeschütz. Dann nehmen wir noch Infanterie mit. Ah. Kannst du mir jetzt die GMGs geben, wenn du willst, und die Ingenieure? Oh, 2 Punkte noch. So. Okay, also wir sind wieder vollständig. Wir haben halt nur einen Panzer, aber das macht ja nichts. Wir verteidigen ja nur. Vielleicht können wir ein bisschen was catchen. Ja. Dafür einen guten Panzer. Oh, Panzerkampfwagen. Ja, ja. Man sieht halt auch, der hat auch nur 10 bis 50. Der ist halt auch genauso schlecht. Der Panzer 3L, der hat, glaube ich, 60 vorne. 60 bis 80 oder so. Also deswegen wird er ein bisschen länger gebraucht auch. Okay. Ich denke, besser wird's nicht. Koop auswählen, nicht vergessen. Ja, ist ausgewählt. Und Stream wählen. Ja. Okay, verteidigen unser Flugfeld hier oben. Ist auch für 2. Wir kriegen extra Munition. 10 Sterne und 200. Okay. Und starten. Let's go! Die kommen über die Brücke. Also wir könnten ja versuchen, auch diese hier unsere Truppen aufzustellen, auch zusätzlich, um die Brücke hier dicht zu machen. Es ist ja keine Brücke. Die können übers Wasser auch gehen. Das ist ja völlig verrückt. Die sind wie Jesus, Mann. Aber da können sie die Panzer nicht durchschicken. Es ist nicht die Karte aus der deutschen ersten Mission aus der Kampagne, kann das sein? Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ich kann leider noch nicht rumgucken, ne? Also. Oh, die Zeit läuft. Also Kirito, du hast schon ein paar Sachen hier. So, ich meine, die wird verteilt an Siemel. Hier ist die Pack, die gewohnte. Geht auch über die Sanitäter. Hier LKW für Rekul. Mann, wenn ich mir überlege, wie viel Mühe ich mir gegeben habe bei den Sanitäter mit den ganzen MGs. Rekul. Was wir jetzt halt auch. Können die mit ihren Panzern theoretisch überall durch den Fluss durchfahren? Ja. So, Sui, du kriegst jetzt den. Oh shit, nein, ich hab dem KI-Verteidiger den Panzer gegeben. Nein! Nicht im Ernst! Doch! Nein! Nein! Kannst du zurückholen? Aber kannst du nicht zurückholen, glaube ich. Nee, kann oder? Ich nicht. Hat der wenigstens was damit? Nö. Nö. Einsteigen. Er verteidigt hinten. Ja, ja, ist auch schön. Verteidigt unseren Spawn. Wolltest du Challenge haben? Wir wollten Challenge haben, ist das langweilig. Oh so, Kirito, du kriegst auch einen ne Pack. Willst du auch was spielen noch? Ich nehm den SDKFZ. Ah! So, Sui kriegt noch Infanterie hier. Geschütz würde ich gerne haben. Sui hier setzt sich mit dem Kommissar auf den Panzer, ja, und hofft, dass da was passiert. Ich habe gehofft, dass ich den dann. Hey, manchmal klappt's. Man muss es ja probieren. Ich glaube, wir kriegen den echt nicht zurück. Wir könnten einfach nicht. Wir können nicht mal neu starten, ist alles blöde. Ja, dann würden wir verlieren. Ja, richtig. Wir würden zwar verlieren, aber wir würden ja zurückgeschlagen ein werden. Ein Geschütz hätte ich gern noch, was man vielleicht rechts an die rechte Brücke stellt, wo meine Schützen graben, das dann da reinböllert. Aber das wäre vielleicht gut, wenn es keine Pack ist, sondern so ein Infanteriegeschütz oder so ein. Ja. Geschütz halt. Das ist jetzt die Frage. Kommt die auch aus Süden? Ne? Mal hier. Ich baue mal hier eine Beleidigung auf. Hoffentlich kommen sie nicht aus dem Osten. Ist das nicht wieder ein bisschen weit vorne? Ja, ich mache hier zu. Das Problem ist halt, wenn wir uns vor den KI-Verteidigern aufbauen, dann verbrauchen wir unsere eigenen Leute, obwohl wir die Verteidiger verbrauchen könnten. Das ist so ein bisschen immer das Ding. Ich mache hier nur Stacheldraht hin. Ja, das kannst du machen. Oh, dass man das noch nicht zurückholen kann. KI-Verteidiger, mach doch wenigstens was mit denen. Vielleicht macht er was, wenn die da sind, rumkommen. Dann müssen wir hoffen, dass er
gut genug ist, den nicht zu verschleißen. Naja, sonst können wir ihn dann wieder kapern und dann gehört er wieder richtig uns. Vielleicht macht der KI-Verteidiger was, wenn wir angegriffen werden. Ja, genau. Hab ich ja gerade gesagt. Dann macht er die Heldentat. Die ganz große Heldentat. Also ich will mich ja nicht beschweren, aber ich habe bis jetzt nur eine Einheit. Ist das normal? Ich habe auch nur eine Einheit. Wir haben ja, das sind ja erst die ersten, okay. Sind nur die ersten zwei Dinger hier. Stimmt, okay. Und außerdem hat er eine Einheit ja weggegeben an die KI. Wieso hat die... Kann das sein, dass meine Einheiten wieder alle ihre Erfahrungspunkte verloren haben? Aber... Weil die Pack, die du mir zugewiesen hast, ist doch... Die sehen beide gleich aus. Ich habe keine Ahnung, Mann. Diese Packs. Wir haben zwei Stück. Einer von uns hat noch eine zweite Pack. Kirito, glaube ich. Kirito, sind deine Leute erfahren? Ja, okay, du hast die gute Pack. Ja, du kannst sie trainieren. Hast dich ja als guter Trainer erwiesen, also. Ja, du bist der Trainer, deswegen darf ich voll und ganz auf die, das konzentrieren. Übrigens, genau. Da sind überall Minenfelder. Um den hintersten Punkt, um D rum. Zumindest. Aber wie gesagt, ich würde halt am besten hier nochmal irgend so ein Geschütz platzieren, wenn wir dann die callen können. Es ist halt die Frage, woher die kommen erstmal, ne? Ja. So, jetzt warte mal, ist das die? Ja doch, das ist tatsächlich die erste Missionskarte, glaube ich. Oder die zweite. Das ist dieses Dorf. Die Perspektive ist halt ein wenig anders, aber sonst. Ja, genau. Ja. Jetzt kommt was. Jetzt hat es gekruckelt. Geh mal Kameras spotten, ob ich was höre. Ich habe meinen SD-Kfz eingebuddelt hier. Stehe im Schützengraben. Schieß mal mit High. Warum nimmt ihr immer beide, wenn ich... So. Zweite Truppe. Also, du kriegst jetzt noch ein Feldgeschütz erstmal, Miyamoto. So. Du kriegst auch deine Infanterie nochmal hier. So. Ein MG kriegst du auch nochmal. Ruhe vor dem Sturm. Die Panzerbüchsen nehme ich noch hier mit rein. Sehr beunruhigend, wenn du mich fragst. So, wer will noch ein MG haben? Mir. Ja. Ich nicht. Tricool. Und diesen zweiten Panzer, den kriegt Zui. Also den mit den zwei MGs. Ich stelle das MG hier hin. Ich glaube, ich stelle das Geschütz doch nicht da unten hin, weil da ist es dann so allein. Ich stelle es hier oben rein. Da kann es immer noch da unten hinwirken. Hm. Soll ich irgendwo speziell hin? Mit dem Panzer? Ich baue hier Gräben. Hier kannst du Infanterie hinmachen. Okay, Südwesten. Ja, also ich weiß nicht, ob wir hier MGs haben auf der Seite. Deswegen, der Panzer hat ja zwei Stück, das wäre ganz geschickt. Ja, ich habe noch ein MG. Mein MG, mein Dutchka schon hier hoch. Okay. Ja, die Panzerabwehr ist auch schon auf dem Weg daher, die schiebt halt noch. Ja. Wird noch geschoben. Aber also jetzt allein von der Map-Stellung her... Also glaube ich, dass die diesmal mehr Fahrzeuge einsetzen. Also die Deutschen hier sowieso. Einfach mal gegen die Finn. Finn, meine ich doch. Die trotzdem mehr Fahrzeuge. Also nein, er macht nichts. Ja. Naja, dann kann man zumindest, falls wir wieder verlieren, haben wir noch ein Panzer 4. Ja. Ist doch auch gut. Immer positiv sehen, Jungs. Richtig. Wir haben uns gesichert. Oder? Ihr sitzt das eh oben, dass die auch über das, was ich hier... Stärkt gerade. Ja, genau, ich weiß. Die werden hier drüber kommen. Oder rechts halt. Ja. Oh, es kommt noch ein Angriff. Oh, wie viel kommen da noch hin? So, die Gräben sind fertig vorne. So. Hier kannst du euch Soldaten reinhocken. Ich schicke mal meine Panzerbüchsen rein. Ich habe nur zwei Soldaten. Ach, hier ist schon wieder. Eigentlich ist es ja ein guter Spot für das SDKFZ, aber... Versuch mal so ein bisschen was in die Richtung zu sehen. Ja, genau. Wenn irgendjemand hier irgendwo jemanden verstecken könnte in dem Wald. Keine Ahnung, hier oder so. Einen Infanteristen irgendwie rein hinlegen und keine Ahnung. Hinter einem Busch. Mal. Und am besten feuern ausmachen unten. Ja, klar.
Also ich sehe zwar nie, wie ich was auf der Karte erkennen, aufmachen kann. Aber ich schaue irgendwo in die Luft. Was? Ja, ja, das ist... Ich schau mir die Luft an mit dem Fernrohr und mache oben auf der Karte was auf. Achso, ja, ja, das... Passt auf die Minenfelder auf, da habe ich beim letzten Mal schon drauf geärgert, dass hier... Felder sind. Da ist Kontakt, oh. Da sind die ersten. Kundschaft. Die Verteidiger. Oh, von rechts. Auch Kontakt. Infanterie im Wald. Mein Geschütz ist gerade angekommen. Und schießt. Die Ingenieure hier. Eifrig, eifrig. Ja, dass hier kein Panzer durchkommt. Ja. Ich weiß, warum ich das da hingestellt habe. Reichweite, ha? Oh, das war der arme Infanterietrupp bei mir. Jetzt kriege ich meinen Rohr nicht weit genug hoch. Oh, da kommt Panzer oder irgendwas. Kommt da. Ah, guck, dass ich da noch. Ist auch tausendmal besser, wenn man eine Front zu verteidigen und nicht eine ganze Stadt, ne? Oh, da kommt irgendwas. Mittig. Sehe nicht, was es ist. Mörser! Boah! Boah! Boah, ich habe einen gerade so zurückgezogen. Okay, Jungs, weg, 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 weg hier. Ich wollte aber jemand in Reichweite ist, um dieses Ding zu treffen. Okay, das ist erledigt, auch immer das war. Gute Arbeit. Ich hab gerade meinen Typen weggezogen, auf immer geht's. Ich bin aber noch in der Ego-Sicht. Auf immer kommt die Explosion vor mir. Alter, treff doch mal. Gut so. Kritos Pack, meine Pack. Okay, so, Nachschub. Drei weitere Feldgeschütze. Und ein Mörser. So. Ich will keinen Mörser. So, ich krieg den Mörser. Bleibt das Geschütz da stehen, Martin? Welches Geschütz? Was du gerade bedienst, oder wer auch immer das gerade bedient hier. Keine Ahnung. Wer will noch ein Geschütz haben? Kirito bedient das gerade. Wer will noch ein Geschütz haben? Hau raus. So. Das andere nehme ich. Das sind ja nochmal drei so Dinger, Alter. Oh, das ist so eine geile Feldkanone, die. Beteiligen ohne eine Flak, ne? Das ist unfassbar eigentlich. Bei jemand den schon retten vielleicht? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich finde da.
Junge, sind das viele Infanteristen. Oh, dieses Ein-Aimen. Also wenn jemand will, kann er natürlich theoretisch auch LKWs abgeben, um die Geschütze hinten zu holen, aber... Hallo? Schütz genau vor deiner Nase. Der Sanitäter ist rettet. Danke. Glaube ich zumindest. Ja, danke. Ich warte nur, bis die Panzer wieder kommen, wieder alle... Mir erstmal das erste Kraftset weggeballert wird aus dem Nichts. So, also es war jetzt die letzte Wirkung, keine weitere Verstärkung mehr. Alter, was ist denn? Dieser Wald ist voll mit Leuten, ne? Ja. Ich werde mein Geschütz mal da irgendwie mittig stellen und versuchen, da reinzuhalten. So. Seh die aber im Wald nie, das ist das Problem. Dann muss man sich mal auf die KI verlassen. Ach, die hatten gerade Level-Ups hier gehabt, alle. Sag ja, du levelst die hier. Sehr gut. Mit wem sprichst du? Mit dir? Ja, mit dir. Ja, ja. Deine Pack hier, die. Ja, ich gehe davon aus, dass die da recht safe steht, deswegen. Mein Speer ist leider draufgegangen. Irgendwo liegt da noch einer. Ich bin nur noch von diesem komischen stehenden MG nicht so ganz... begeistert und ist direkt in die Luft geflogen. Wo ist denn der Munitionstruck? Oh nein, das war mein eigenes Geschütz. Wir haben gar keinen, ne? Oder? Ja, meiner. Große. Fahr mal hierher. Werd hier hinfahren. Hat der Munition dabei? Ja, der ist. Der ist Pionier, der hat. Alter. Ihr dummen Idioten. Die haben einfach meinen. MG zerschossen, das ist komplett kaputt. Unser modernes MG hat meine Pack hat den einfach in den Rücken geballert. Die sind komplett explodiert. Jetzt hier ist die Munition. Wo brauchst du Munition? Okay. Jetzt bin ich schon hingefahren, okay. Er kommt. Irgendwo was reparieren, dann muss man so sagen, ne? Die Geschütze also ich könnte vorn. Hier wirklich einen Infanterietrupp brauchen, das MG alleine wird es wahrscheinlich bald nicht überbacken hier. Wechsel und Graben gemacht. Alter, das eine Geschütz ganz rechts, das hat jetzt schon 85 Soldaten gekillt. Alter. Ich will was von der linken Block abziehen. Ich kann da oder mal zwei Leute gesagt. Hinschicken. Nee, ich mach Graben schon. Lass, ich mach schon. Ich hab noch ein paar Reserven hier. So, gucken wir mal, ob wir jetzt wieder HE haben. Oder nicht? Nee, das Ding hat nämlich keine Munition dabei. Das ist nur ein Reparaturzeug, okay. Glaube ich. Aber es hat zumindest einen Kreis, was auch immer. Ja, genau, das ist für entweder Type-Shop oder Reparatur. Achtung, neue Welle ist unterwegs. Kann man ins Inventar schauen. Hätte geschafft. Achso, im Inventar hat er Sprengladungen. Ja, der hat alle möglichen Minen und so ein Zeug, aber der hat keine Dinger. Antipersonenminen. Die Pack vorne an der Furt. Links, wie viele Fahrzeugabschüsse hatten das Ding? Oh, da kommt ein Flugzeug, Achtung, ne? Ich hoffe, unser Dashka kann das Ding abfangen. Wir haben nämlich keine sonstigen Flaks. Ja, Oh nein. Dashka sieht nicht. Ja. Ah, ich habe so das dumme Gefühl, der fliegt auf meine Pack zu. Auf die Pack oder auf die Leute hier in den Schützengräben? Dashka zielt nicht. Jetzt zielt sie aufs Flugzeug, aber es vorbei. Ach,
sag mal, das ist einmal keine extra Flak-Sachen dabei und jetzt kommt dieses Scheißteil, ne? Geschütz, Geschütz, Geschütz! Mörser! Ich pinge Position! Ja. Flugzeug kommt zurück. Ja, ich würde das so gerne mal anwählen können. Ich kann aber so mit der Kamera nicht so weit. Mörser ist tot. Okay, sehr gut. Stimmt über dem Flugzeug. Oh shit. Bombe, Bomben. Nein. Versorgungs-LKW ist gut. Was? Sag ja. Auf dem Panzer. Ja, ja, auf Suis Panzer. Und das MG ist auch weg. Ja. Und nein, meine Arme. Aber meine Ingenieure leben noch. Also wie sie das überlebt haben, keine Ahnung. Nächstes Mal, dass sie da besetzen, hier kommt. Ich stelle mal mein SDKFZ da vorne hin. Ich hab versucht noch wegzufahren, aber ich kam nicht. Ja, ja, hast gesehen. Ich bin froh, dass meine Pack noch lebt. Aus Sicht der Mörser steht jetzt ziemlich offen, Sui. Haben wir irgendwo die Möglichkeit, rechts mein Geschütz rechts mit Munition zu versorgen? Wir haben keine Munition dabei. Na, schlecht. Irgendwas haben wir vergessen, ja. Das war, Sui, stell den Mörser hier hinten. Ja, irgendwas hat meine SDKFZ gekillt. Ja, er läuft nur langsam. Ach, auf der linken Seite. Ja. Ich geh's reparieren. Eine Flak. Oh. Ich bin jetzt noch der Schuss. Komm schon, komm schon, komm schon. Feuern! Boom! Jawoll. Boom. Sehr fest. Gut. Auf der anderen Flussseite schießt er auf jeden Fall auch irgendwo ein Geschütz. Weil die haben nämlich meine Infanteristen vorne links gekillt im ersten Schützengraben. Ja, das war ja. Das Flak-Ding war das. Das ist aber das schon. Das Problem ist, ich komme jetzt mit dem Mörser nicht mehr hin. Wir haben ein ganz anderes Problem, ich habe keine Heimmunition mehr für die Pack. Alter, ich habe gerade, was weiß ich, viele Präzisionsschützen gekillt. So. Ich glaube, wir brauchen vorne an der Foot mal ein Geschütz, das gegen Infanterie wirkt. Kirito, bleibst du ja, mit deinem Ich habe hier schon ein neues hier da gerade. Meines steht hier, aber wenn ich es rüberziehe, haben wir hier nichts mehr. Nee, das meine ich nicht. Ich habe auch mit Kirito gesprochen, glaube ich. Das ist Kirito ist da vorne, ja. Meins steht halt direkt hinten dran, das ist die Frage. Meine Infanteristen haben keine Munition mehr, das ist mein viel größeres Problem. Munition gibt's bei dem Truck. Nee, gibt's gar nicht. Das sind ja nur Minen. Aber kannst du den Minen rausnehmen und verlegen, wenn du willst. Ja, ich meine, mein Trupp wird jetzt ein Minenabwehrtrupp. Ja, du kannst hier vorne Minen verlegen, das hier, was du willst. Irgendwann trifft mal eine Granate dort rein. Ja, diese Meute so, da vorne. Das ist die KFZ ist gleich repariert, gell? Nur, dass du irgendwas zum Einsteigen hast. Ich weiß nicht, wie ich in den Truck reingucken soll, ich kann das nicht. Nicht reingucken. Weil Idios. Richtig. Das ist eine Linse, ne? Nee, da also geht's nicht, ich hab's probiert. Ja, ist ja nie kaputt. Ja, da ist keine Munition drin. Ey, ich hab getroffen, aber ich hab ihn getötet. Ja, sehr gut. Jetzt. Ja, jetzt hab ich auch mal einen getroffen hier. Und noch mal getroffen, wieder. Das SDKFZ ist in 5 Sekunden repariert. Okay. Problem ist, ich kann nie weiter hinterziehen. Ist repariert. Gut. Dunks, es kommt nochmal ein Vorstoß aus West. Panzer. Willst du das mit den Leuten besetzen, die keine Muni haben, das SDKFZ, Kirito? Ja. Ich hab auch noch einen Trupp. Kirito? Ja, bin sofort da. Deine Leute ohne Muni sind ja eh schon da, genau. Ja, ich tu gerade Leichen plündern, deswegen. Lol. Da kommt irgendwas. Machen wir mal, wie lange es überlebt. Ist der KFZ so wie es da steht. Das war's. MGS. Mit der MGS kaputt. Ja.
Ah, also die Schlacht können wir euch ruhig ein paar Mal öfter spielen hier. Ja, haben wir ganz gut verteidigt. Ja. Ich hab so einen Panzer verloren. Bis auf den eher doofen Luftschlag. Naja. Ja, das ist halt wieder. Martin, du hast mitbekommen, dass das KF City gehört, ne? Ach, okay, hast du es dir gegeben, alles klar. Danke. So, jetzt habe ich hier leider keine Munition mehr rechts mit dem Geschütz. Das ist eher doof. Und jetzt da vorne das Geschütz kann ich noch holen und reparieren. Ich hab auch noch einen Trupp. Na, das Geschütz, das kann man holen, ne? Welches willst du denn holen? Das Flakgeschütz oder was? Muss nur repariert werden, ich repariere schnell. Oh, hier ist noch. Oh! Ist das nicht so ein MG, was von den Verteidigern ist? Ich kann's reparieren, steht zumindest. Nee, das schaut in die andere Richtung. Mörser! Ja, irgendein schwerer Mörser wieder am Start hier. Zu uns. Bunny ist Rückzug, Rückzug! Ist nur. Jemand muss ist noch nicht repariert. Irgendein Infanterist muss ein bisschen weiter vor, um zu gucken, wo dieser Mörser steht. Oh, da ist auch rechts ein Fahrzeug. Ist es ein leichter Panzer? Ja. T26E von rechts hier. Ich überlege mein Geschütz schon. Kirito, pass mal auf mit deinem Geschütz unten an der Brücke rechts. Ja. Opfer mal einen Soldaten. Oh, und von vorne kommt eine Artillerie hier. Eine 105. Eine 105er. Wie legt man sich eigentlich hin? Mit SDRG. MG macht das schon. MG müsste das eigentlich machen von mir. Das eine Geschütz ist ausgeschaltet. Ja, linkes Geschütz ist noch offen. Wir beschießen. Das ist halt. Komm schon. Es ist halt eher ärgerlich, dass ich mit meinem Geschütz keine Munition mehr habe, rechts. Der ist im Wald nie. Weil ich selber im Wald war. Panzer ist kaputt. Lol. Okay, das haben wir sie gleich. Das ist nur noch ein Typ. Jawohl, erledigt. Vorsicht, noch irgendwas Mörsermäßiges. Ich war mal da auf die rechte Seite mit dem STKFZ. So, ich bin jetzt beim Gegner. Ist das MG keine Munition mehr hat? Ja. Ja, ich habe keine Munition mehr für das MG. Das ist nichts gut. Senke kann ich hier auch nichts mehr machen. Auf der rechten Seite. So. Kann ich als ein. Also, wenn ich ein. Oh, es sind zwei Person Sachen, die bin. Da auf der linken Seite sind. Ja, mein MG hat keine Munition mehr hier. Ja. Das ist ziemlich. Fahr, Junge, fahr! So, das noch mehr Geschütze, keine Ahnung, was das alles ist. Fahr weiter. Ich hab hier linke irgendwas Seite aufgemacht. Geschütz. Linke Seite Geschütz. Ah, okay. Das ist noch ganz schön weit hinten. Ja, ich bin ja Vogelhofer. Ja. Was ist das überhaupt für ein Geschütz? 122, 20 mm. So eine Weltgeschützgeschichte. Was ist das da hinten? Oh! Oh wow. Da sind ein paar Leute gestorben. Einer meiner Ingenieure ist gestorben. Ich habe hier so ein mittleres MG, das kann ich noch nehmen. Ich habe hier noch einen schweren Minenwerfer oder eine Feldkanone. Also wenn der überlebt, kann ich die noch einnehmen, bevor wir dann aufhören. Ja. Was soll ich mich vorhin? Soll ich die anderen Truppen auch noch vorziehen oder? Oder soll ich davon nur eins nehmen? Scheide du selbst. Ich weiß ja nicht, was hier so. Wow. Ja, ich würde sagen. Nimm einfach mit, was geht. Ja. Aber wie gesagt, es ist eh gefährlich, weil da überall Infanterie rumsteht.
genau, das kannst du dich vielleicht hinklemmen, diese Feldkanone. Oh, da ist dieser lustige schwere Mörser, ne? Schwere genau, deswegen Mörser. Also. Ja, dann geh den holen, wenn du es schaffst. Ich probiere. Oh mein Gott, diesen okay. Geschütz versucht dich zu treffen, aber er lebt noch. Oder? Ja, ja. Ich stehe gleich. Ich versuch zu rennen. Er ist noch ein Infanteriss, deswegen. Ja, ja. Ihr Ritus Geschütze zu retten, oh. Halbwegs. Er ist dran. Okay, finish. Ja. Wieder am Schießen hier. Hey, aber mit Handicap, ohne Panzer, ja. So, so, ich bin vorgerobt, das hat lange gedauert. Ja. Ja. Oh. Ich muss mal sagen, also die Punktzahl, ne? Puh. Ja. War okay, war okay. Ich hab gleich weggedrückt. Ja, ja, ich weiß, du warst letzter, deswegen. Ja, ich habe wohl nicht viel gesehen. Also ich hatte meinen Infanterietrupp okay. In der 10. Reihe. Ja, zumindest immer. Ja, der Panzer wurde ja eben mit einem Luftschlag. Ja, zumindest immer zurückgekommen, ja. Ist auch jetzt mal gut. Ja, und wir können sogar jetzt unsere Flugzeuge wieder auffüllen und genau wieder nutzen. Schön. Ja, da haben wir es tatsächlich geschafft. Und ja, trotz des Handicaps mit dem Panzer 4, der natürlich heldenhaft unseren Rückzug verteidigt hat, auch nicht unwichtig hier, Rückzugsdeckung, gar keine Frage, hätten wir ihn wahrscheinlich schon ein bisschen weiter vorne mehr gehabt. Auch andererseits, wer weiß, ob er da nicht auch drauf gegangen wäre bei dem dicken Bombenangriff, der ja tatsächlich auf Panzer gezielt hat. Ja, dieser Aufschwung, ja, dieser Sieg, den haben wir natürlich gebraucht nach den letzten Missionen. Und schauen wir mal in der nächsten, ob uns das tatsächlich wieder bei einem Angriff zu einem Sieg führt.